Recht herzlich willkommen zur 168. Folge von Towns. Ja, letztes Mal haben wir hier das Fiasko gehabt, dass da einer gestorben ist. Jetzt ist gerade hier die Frage, ist das offen? Close and lock. Okay, dann machen wir das mal lieber zu, ne? Das war nämlich wohl noch nicht locked. Ah ne, warte mal, wir haben hier lock, dann muss da offen bleiben, das passte schon. Unlock und open, dann könnt ihr auch schneller durch. Close, not geht, ja, machen wir so und dann nochmal auf, dann geht die Tür auch richtig auf und dann können die da durchlaufen, dieser hier zumindest. Ja, dann ist das soweit erstmal okay. Lass die da reinlaufen, da auch. Aber ich glaube, dieser Bereich ist ja jetzt schon weniger geworden, ne? Also ich glaube, wir können die vermindern auf jeden Fall. Natürlich schwierig jetzt mit der ganzen Geschichte hier, wie man sieht. Es sind ja auch hier reichlich mehr sozusagen. Also die wissen schon, da kommt einer. Lass uns mal kämpfen, ne? So ungefähr. Aber naja, jetzt sind wir erstmal so weit, dass das hier einer ist. Ist das Spiel in Pause? Nein. Der steht da so steif. Da kommt ein zweiter. Wir sollten aber wirklich ein mehr machen. Lass uns mal hier reingucken. Da ist jetzt keiner. Das sind 20, das sind 3, das sind 17, das sind 5. Das bedeutet, beim Essen nehmen wir mal den besten bei weg. HP, Damage 1900, nee, Defense 2,4, 3,2. 3,2 ist noch hoch, 3,4 ist hier. 3,4, 2,7, 3,2, 2,8, 3,4, der grüne ist hier, glaube ich. Nicht verkehrt. 3,3. Was haben wir hier noch für welche? Oh, 4,5. Da haben wir einen Kämpfer. 4,4. 4. 3,6. 4,4. 4,5 war er hier, ne? Genau. Und der. Naja. Der Match ist natürlich total scheiße, auf Deutsch gesagt, ne? 422 und hier hatten wir irgendwo noch einen. Ja, dann ist dieser hier ein Soldat. Convert to Soldier. Dann haben wir das. Ja, 6 erreichen erst. Gehen wir hier rüber. Und der muss noch eine Gruppe, ne? Sign to Patrol. Add Soldier to a Group. Und zwar diese. Dann passt das. So, dann hat er seine Aufgabe auch wieder. Jetzt sind wir bei einer Pause. Jetzt ist irgendwo was passiert. Ist ein Angriff. Und nichts Besonderes. Gut, okay. Hier haben wir schon soweit. Ja, da müssen wir wohl Bäume fällen. Lass mal die Dingens runter machen, die Äpfel. Und dann werden wir sie auch noch fällen. Ja, ich glaube, die Mauer ist doch schon fertig, ne? Frosch im Hals. So, das würde bedeuten, wir müssen jetzt hier noch eine Mauer machen. Oder können, müssen nicht, können da noch eine Mauer machen. Die. Und. So, dann ziehen sie die da hoch auf jeden Fall. Und dann können wir noch eine zweite draufsetzen, eine zweite Steinreihe auf jeden Fall. Ach so, das hier ist gar nicht eine Mauer in dem Sinne, sondern... Na komm, dann machen wir das hier identisch. Das so. Das so. Und... Okay, da ist doof. Na, jetzt ist es weg. Machen wir von da an weiter nach da. Die Blümchen sind natürlich im Weg. Ist auch super. Naja, lass sie erstmal, dass sie ja schon mal genug was machen können. Okay, dann ist bis hierhin. Gut, dann zack. Machen wir hier bis zum Wasser. Mauern wir das ein. Da ist zu. Da sind wir dran. Und hier sind wir auch dran, ne? Können wir
können wir ruhig bis dahin machen. Okay. Und hier. Machen wir bis dahin, dann haben die auch schon mal was zu tun. Und hier müssen wir dann weiterschauen. Oder, ja doch, wir sind ja auch noch auf der anderen Seite vom Wasser. Ja, dann können wir das da auch zumachen irgendwann. Und hier machen wir das auch. Okay, machen wir gerade hier zwei. Und da zwei. Wenn das gemacht hat, weiß ich nicht. Naja, wir werden sehen, was da passiert. Ich glaube, es läuft nicht, oder? Jetzt läuft es wieder, genau. Gucken wir mal oben hier. Treppenhaus, kriegen wir das irgendwie noch hin? Oh Gott, wir hatten hier so... Ach, da ist auch noch einer verhungert. Oh nee, ne? Close, hat hier super geklappt. Das bedeutet jetzt, wie kriegt man das da wieder hin, ne? Also der geht da hoch. Das müsste also hier ein Stein sein. Lassen jetzt mal offen. Und so muss es. Müssten sie dann dahin laufen können, ne? Wieso das nicht geklappt hat, weiß ich dann auch wieder nicht. Ah ja, das war jetzt definitiv nicht richtig, oder? Weil da musste schon der Dingens hin. Den Destroyer. Aber das ist jetzt wieder nicht destroybar, weil dahinter wieder das Problem sitzt, ne? Oder? Ja. Jetzt fehlt er da. Gut, da haben wir jetzt so richtig was Schlechtes hingebaut, ne? So ein Treppenhaus bauen ist nicht das Einfachste. Warte, die können aber hier hoch, ne? Ja, das ist schon mal klar. Und dann müssen wir gucken, wie es hier geht. Also da muss auch noch ein Stein hin, ne? Na, lass den erstmal da bauen. Und wenn der da ist, müssen wir weiter entscheiden, ne? Frosch im Hals. Passiert bei Towns schon mal, dass man einen Frosch im Hals hat, ne? Aber was willst du machen? Da kannst du jetzt nichts machen, ne? So, jetzt bauen wir aber einer da bitte was rein, damit es dann weitergeht. Aber das sieht so aus, als ob da jetzt keiner einen Stein macht, ne? Sowas auch. Wo ist hier einer, der einen Stein bauen möchte? Oder ist der Zugang schlecht? Das könnte natürlich auch sein, aber eigentlich müsste man hier hinkommen und dann darüber stecken können, oder? Obwohl, irgendwie sieht das auch komisch aus. Nee, da gehen sie da hoch. Sind dann auf diesem Stein, wenn dann da einer ist, ne? Ja, müsste aber. Gehen darüber und diese Treppe geht dann da hoch. Zur Tür, passt. Und von dieser Treppe müsste man ja da auf diesen Stein, der da ist, auch hochkommen. Und dann wiederum an den Stein. Und hier muss jetzt ein Stein eigentlich noch da sein. Ja. Und der geht da aber nicht hin. Keine Ahnung, warum nicht. Ist jetzt leider auch so ein bisschen doof zu sehen, ne? Wie das sein muss. Also Treppenhäuser in dieser Art und Weise kann man, glaube ich, auch so gut wie vergessen, ne? Also hier. Jetzt kommt eine Karawane. Können wir laufen lassen? Ja, da. Ich weiß nicht, wo dieser Stein da sitzt. Das sieht jetzt so aus, als ob das nicht passend ist.
Der da, der ist auch falsch. Den kriege ich jetzt auch nicht mehr weg, oder was? Das ist ja dieser hier jetzt. Der geht jetzt nicht weg. Weil ich den nicht erreichen kann, ne? Unlock wäre daneben jetzt. Und dadurch, dass da nichts drunter ist, geht das irgendwie nicht. Jetzt müsste man gucken. Aber mach das weg. Wo tue ich so ein Dingens hinbauen? Ich müsste jetzt hier so ein Scaffold bauen. Dann kann ich da drauf gleich was bauen und dann müsste da oben drüber der nachher weggehen, oder? Ich weiß es aber nicht. So, jetzt ist der Händler da. Der will viele schöne Sachen haben. Ja, Kosten. Ach, das hier ist nicht schlecht. Das ist auch kein schlechtes. Hier ist noch besser. Das ist schlechter. 700, 700, 3, 3, 5, 5, 4, 3. Ne, einer noch mehr. Nicht. So, da gibt es noch ein paar Helme, Schuhe, Rüstung. Hose. Ich nehme das mal gerade. So, weil wir ihm hier davon mitgeben können, ne? Was haben wir denn sonst noch so im Angebot? Auch hier. So, dann können wir schon handeln. Geht auch und zack, machen wir. Dann sind wir dann auf einem guten Weg, denke ich. Und wieder laufen lassen und alles ist gut. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir hier sehen, wann das gebaut wird. Ne? Ist die Frage, ob da überhaupt einer kommt, das baut. Vielleicht kommt man da gar nicht hin, aber eigentlich müsste da die Treppe hinkommen und da hinsetzen können. So ein Scaffold kann man ja auch durchlaufen. Das ist ja so ein Baugerüst extra. Nur wann kommt's, das ist die Frage. Und geht das überhaupt? Doch, es müsste gehen. Das ist ein Treppenhaus, was ja zwischendurch ist. Von wo kommt man denn da hin? Von hier, ne? Ja. Ne, von hier kommt man da auch nicht hin. Wo ist denn noch ein Treppenhaus? Ha, wie kommt man da hoch? Wie habe ich das denn mal gebaut? Hier ist nichts zum Hochgehen. Hier ist ein schicker Gang. Wo ist denn hier ein Treppenhaus? Nach oben. Hier ist, ach, hier eine Außentreppe hatten wir. Ah ja. Also da geht's hoch und runter, genau. Und dann geht's nach hier und da geht's weiter hoch. Und bis dahin sollte man auch kommen können. Einzigste, der muss vielleicht weg. Das ist jetzt wieder ein falscher, ne? Ah, da hat einer gerade den Stein genommen. Aber ich weiß nicht, wo er den hinsetzt. Ah, der Scaffold ist gekommen. Sehr schön. Dann können wir definitiv da einen Stein hinsetzen. Ist die Frage, wie es hier weitergeht. Da. Ich weiß nicht, wenn wir da einen draufsetzen, ob die dann nur durchlaufen können. Sieht so aus, wo wir es gerade gesehen haben, oder wie ist das? Müssen wir checken dann, ne? Das
Jetzt frage ich, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Mir kommt es vor, als ob jetzt da eigentlich keiner mehr durch kann, ne? Weil hier dieser Stein im Weg ist. Und den kriege ich ja kaum weg, ne? Man müsste jetzt sehen, von wo einer den bringt. Vielleicht bringt er auch gar keinen, weil es gar nicht geht. Das kann auch sein. Da müsste aber hier unten einer drinnen liegen. Da ist nur eine Kerze fehlgeschlagen. Also ich würde jetzt bald sagen, wir bauen das Treppenhaus anders irgendwo hin. Wo ersichtlich ist, wie wir es bauen müssen, ne? Muss das weg? Mach das mal an, Lock. Dann gehen wir dahin, wo das... Nee, da war es nicht. Beim Werkzeug sind die Treppen. Dann mach diese Treppe mal dahin. Dann wollen wir hoffen, dass die da einer wegnimmt. Macht er auch, super. Dann bauen wir da so ein Ding hin. Und dann können wir vielleicht da drauf noch einen machen, müssen wir glaube. Und dann können wir da was wegbauen. Ja, das Bauen gestaltet sich schwierig. Jetzt kommen da welche, die machen aber irgendwo Haie oder sowas. Und ja, da geht's nicht weiter. Gut, dann würde ich aber sagen, gucken wir gerade einmal unten noch vorbei. Hier können wir mal die Tür schließen. Close this door und close this door. Und dann haben wir da ein paar drinne. Und in der nächsten Folge machen wir die dann mal wieder kaputt. Damit das hier weniger werden, wenn man das meint. Aber ich weiß nicht, jetzt sind hier mehr. Vielleicht werden es wieder mehr, ich weiß es nicht. Gut, dann würde ich sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.